Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Lukas. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder mal Zeit für einen Vlog und zwar steht was richtig Nices an. Ich werde mit einer meiner besten Freunde, mit Kevin, Theaterstück produzieren, eine Tanzproduktion. Wir werden jetzt 5 Tage lang in Mannheim proben und dann 2 Aufführungen haben. Und ich habe schon übertrieben lange Bock drauf, da in dem Bereich auch mal Erfahrung zu sammeln. Und dachte, es wäre auch interessant für euch, so ein bisschen mit in den Prozess genommen zu werden. Wir haben gestern schon mal angefangen, so ein paar Ideen zu sammeln, so eine kleine Storyline zu kreieren mit den Themen, die wir auf jeden Fall behandeln wollen, so in unserem Stück. Kevin ist gestern schon vorgefahren nach Mannheim. Ich hatte gestern Abend hier noch so ein paar Sachen zu erledigen, aber es ist jetzt so kurz nach 7. Ich mache mich jetzt auch gleich auf den Weg nach Mannheim. Ich muss hier noch ein paar Sachen für meine Hasen zum Essen einkaufen. Und ja, Mann, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video. Wie immer gerne meinen Kanal abonnieren, Video liken und kommentieren. Hey. Immer mit der Ruhe. Ich bin jetzt gerade hier in Mannheim angekommen, muss mich jetzt mit Kevin connecten, mal abchecken, wo der Raum ist, wo wir proben können. Und dann bin ich sehr gespannt, wie so der erste Tag laufen wird. Ey. Ja, servus! Servus! Kommst du zur Probe? Ja, richtig. Freue ich mich. Herzlich willkommen. Nice! Ich habe mal ein bisschen Stimmung gemacht. Okay, danke. This is where the magic is gonna happen. Mittagspause, ne? Ja, das kann ich nicht trinken. Ich glaube, wir müssen viel, viel langsamer anfangen. Ja. Viel langsamer. Naja, das war so ein Schritt zu viel Info. Ja, auch so anstrengend, Alter. Wenn man hier reinkommt, fühlt sich so richtig slow-mode, IT-Style. Ja, finde ich auch gut. Dann checken die Leute mal, was wir da unten für komplexe Shit machen. Also, Bilanz nach den ersten 3 Stunden. Wir haben viel Potenzial entdeckt, aber wir müssen das jetzt noch in die richtige Form bringen. Ja, jetzt gibt es eine kleine Mittagspause. Bisschen was frisches Essen, oder? Bisschen Vitamine reinhauen. Bisschen Vitamine. Und dann geht's weiter. Dann mit frischer Energie weiter. Nice, wir haben uns hier ein kleines, schönes... ich fange nochmal an. nochmal. Ja, wir haben uns hier ein kleines, schönes, sonniges Plätzchen gesucht. Ne? Bisschen was gegönnt hier. Datteln, Mango Stripes, Smoothie, Ingwer Shot, some Nuts, Beste. Ich erstmal zurück nach Frankfurt. Ich muss jetzt die ersten 3-4 Tage so ein bisschen pendeln, weil ich niemanden habe, der auf meine Hasen aufpassen kann. Deswegen muss ich da mich ein bisschen um die kümmern und werde dann morgen früh wieder zurück nach Frankfurt, zurück nach Mannheim fahren. Yes, yes, yes. Bis morgen. So, Mittelfinger. Dann greifst du hier so rein.
Ja, nur machst du das hier so am Bauch. Okay, Kevin, dann lass mal einen kleinen Einblick in unser Stück geben, so die Thematik, die wir behandeln wollen. Mhm. Also, wir haben gesucht, was uns zusammen verbindet, was wir beide spannend finden. Mhm. Und haben zwischenmenschliche Beziehungen für uns entdeckt. Was verbindet Menschen? Wie gestaltet man eine Beziehung? Was passiert mit einem, wenn man in Beziehung tritt? Ob jetzt freundschaftlich oder Liebesbeziehung? Wie ist es danach, wenn die Beziehung auseinandergeht? Was macht es mit einem? Wie schöpft man neue Kraft? Wie rappelt man sich wieder auf? Was nimmt man mit? So neu einstellen und sowas, ne? Ja. Jetzt gibt es erstmal Mittagspause, weil jetzt sind wir ziemlich durch gerade irgendwie. Heute ist eh so ein bisschen schwerfälliger Tag, Alter. Ja. Aber du hast gerade gesagt, das ist normal. Das ist normal. Das wird sich wieder eindrinken. Okay. Nach der Pause. Deswegen jetzt kleine Mittagspause und dann geht's weiter. Das ist so hart. Das ist so hart. Ich kann nicht so machen. Das ist normal. So, Feierabend? Feierabend. Feierabend. Aber verdient. Ja, Tag ist vorbei. War auf jeden Fall herausfordernd heute. Heute war ich besser drauf. Ja, genau. Gestern war ich schlechter drauf. Bisschen umgeschwappt. Und so ergänzen wir uns. Aber trotzdem gut geklappt. Jetzt gehen wir noch zum Arne. Der arbeitet in einem richtig nicen Vintage-Laden. Wie heißt es? Double Vintage? Double Vintage. Ja, seht ihr auf jeden Fall gleich. Checkt mir ab, zeige ich euch auch ein bisschen den Laden. Das ist Arne ist einer meiner besten Freunde. Wie lange gibt es den Laden hier schon? Seit 2018, glaube ich, 2019. Sag mal die Adresse von dem Laden. G724 in Mannheim. Okay, korrekt. Ich habe mir schon was rausgesucht. Nice, Alter. Das sieht irgendwie quatschig aus. Nichts, oder? Nee. Uff, ich höre, ich krieg harte Kindheitsnostalgie, Alter. Was geht denn hier ab? Alter, ich würde gerne, hätte ich das wieder zu Hause. Kommt auf jeden Fall vorbei, besucht hier meinen Homie in dem Laden. Von wann bis wann habt ihr immer offen? Donnerstag bis Samstag, 12 bis 18 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat Kilo Sale. Nice, der Bruder unterstützt. Guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Tag 3 der Proben. Ich konnte heute ein bisschen länger schlafen, weil ich gleich noch meine Online-Class hier habe. Danach mache ich mich wieder auf den Weg nach Mannheim. Heute fangen Kevin und ich dann so gegen 1 Uhr an zu proben. Ziehen dann durch jetzt schon mal so bis 17 Uhr oder so. Die Session hat gestern gut reingeballert. Irgendwie war mein Energielevel dann richtig down. Gerade auch als wir danach noch mit Arne abgechillt haben. Irgendwann war ich einfach komplett im Eimer. Achtet, wie gesagt, wie wir auch beim letzten Mal gesagt haben, dass alles so einen beständigen Fluss hat. Ich gehe hier rein, die Hand kommt automatisch mit. Ich gehe hinten und die Hand geht automatisch wieder nach hinten. Yes. Sehr nice. Wenn ihr wollt, dass das richtig schön wird und der richtige Fluss reinkommt,
jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu, weil ihr habt es verstanden. Jetzt müsst ihr einfach nur wiederholen, wiederholen, wiederholen. Nice. Danke, Leute. Danke, dass ihr am Start wart. So, Leute. Ich gehe jetzt. Benehmen. Benehmen. Oh, ich ist hier scheißegal, gell? Okay, ciao. Geiler Tag. Heute habe ich auch wieder gute Energie. Und täglich grüßt das Murmeltier. Regionalbahn 70 nochmal rein. Als dritter Tag. Hin und her, hin und her. Ich bin auf jeden Fall froh, ab Montag bleibe ich dann auch erstmal bis zu der Aufführung in Mannheim. Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Bei diesen Regio kann ich langsam nicht mehr sehen. Das verliert halt schnell seine Wirkung, wenn wir es setzen. Ne? Ja. Da habe ich aber echt Angst, dass es dann. Wenn ich dann auf einmal da sitze, ich so. Und dann sieht es alles voll kacke aus. So. Ich glaube, ich würde es im Warm-Up morgen vielleicht probieren. Ja. Mit ein bisschen Mucke und so einem frischen Spirit. Ja. Machen wir so? Ja. Machen wir Cut für heute? Ja. Ich bin jetzt hier gerade bei der Location angekommen. Kevin hat aber gesagt, dass er ein bisschen verschlafen hat. Aber ich habe mir jetzt hier ein paar Sachen zum Frühstück geholt: Smoothie, Banane, Brezel, ein paar Datteln. Da ist er ja. Ja, guten Morgen. Morgen. Ah ja, hier. Touch the groove. Thanks for the room, Jella. Danke an Jella, Brudi. Uff. Halte deinen Atem erst für anderthalb Minuten an. Ja. Das ist richtig nice. Da spielt das richtig Killer aus.
So, wir haben knappes 4 Uhr durchgezogen. Danke nochmal an Jelal, dass wir dein Studio benutzen durften. Ist auch korrekt. Tanzstudio Groove 68. Falls ihr in Mannheim oder Umgebung seid und tanzen lernen wollt, kommt auf jeden Fall hier vorbei. Richtig nice. Wir gehen jetzt kurz ins Hotel, duschen, ein bisschen frisch machen. Und dann treffen wir uns mit Arne, gehen was essen, checken so einen nice Eisladen ab. So, hier ist das Hotel, Hotel Memo. Kevin ist schon vorgegangen, ich war schon mal sehr schnell beim Supermarkt. Jetzt in 4. Etage hochlaufen. Das ist genau das, auf was ich Bock habe. 1, 2. Kleines gemütliches Zimmer, 2 Betten, kleiner Tisch, hier schon vollgelagert. Hier eine nice Aussicht auf den Messeplatz, Tower. So, ich bin jetzt hier wieder mit meinem Kumpel Arne unterwegs. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wie heißt der Laden? Frag mich nicht, wie der Laden heißt. Okay, okay. Das ist sehr gute okay. Chinesische Nudelsuppe. Nice. Wir sind jetzt hier bei dem Laden angekommen. Ist auf jeden Fall ein richtig kleiner, gemütlicher Laden. Let's check it out. Jede Menge Suppen. Ich nehme aber, glaube ich, Reis mit Rindfleisch. Das ist ein Granatapfelspritzer. Richtig nice. Reiz mir. Verreiz mir. Danke. Beste Edamame. Was ist das? Gyoza. Gyoza? Gyoza. Suppen sind gekommen. Was habt ihr schon in der Suppe geholt? Arne? Das ist eine Nudelsuppe mit Gemüse. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Wir sind ja richtig am Start des Essens. Also sieht richtig nice aus. Das Fleisch sieht brutal aus. Arne, sag mal. Von 1 bis 10. Eine stabile 8. 8 von 10? 8 von 10. Das ist aber echt gut. Was? Das ist schon gut. Das ist auch sehr gut. Ja. Nice. Mhm. Okay, okay. 8. Wow. Wir gehen jetzt noch zu so einem Eisladen hier um die Ecke. Ice Flakes heißt der. Der Brudi Amit hat mir den vorgeschlagen. Der meinte Top 3 Eisläden in Deutschland. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich liebe Eiscreme. Das Wetter ist jetzt ein bisschen kacke geworden, es regnet ein bisschen. Aber wir checken den trotzdem ab, der ist direkt hier um die Ecke. Hallo. Oreo, oder? Oreo. Joghurt-Eis, Himbeeren, Brombeeren und was haben wir ausgesucht? Oreo. Boah. Was sagst du? Kranke Konsistenz, Alter. Kranke Konsistenz. Krass. Und? Mhm. Das hat so eine voll andere Konsistenz irgendwie. Vielleicht noch eins. Nee, zu übertreiben. Okay. So, Iceflex war Baba. Hat richtig geflasht. Danke nochmal, Amit. Geile Empfehlung. Danke, Amit. Danke, Amit. Danke, Amit. So, wir sind jetzt fertig hier in Groove, gehen rüber ins Felina Theater, werden da ein paar Mal so Positionierungen durchgehen und das Ganze mal auf der Bühne versuchen. Du noch was zu sagen? Heute waren wir sehr produktiv, die erste Phase. Wir sind als Putzen gegangen. Das war mega gut, ein paar Details geklärt, ein paar Übergänge geklärt. Noch 1, 2 Sachen jetzt beim Location-Wechsel gleich und dann Spacing und dann Durchläufe. Ein bisschen die Kondition aufbauen. Es wird knackig. Super. Here we go. Nice. Hilfe! Hilfe!
Now that I found you. Okay. Jetzt sind wir hier zum ersten Mal in der Location, wo wir unser Stück auch aufführen werden. Hier ungefähr die Mitte, oder? Zwischen diesen Streifen und den Streifen ist so. Schon, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe viel weniger Platz zu der Seite. Ach, da lang, meinst du? Achso, nicht, ich meine nur von der Ausrichtung. Ja. Also, als ich überlege, vielleicht travel ich mit dem, ich quasi so ein bisschen überholen. Und dann. Sonst sind wir schon mega oft einfach nebeneinander. Das ist ein bisschen boring irgendwann, oder? Ja, okay. Okay. Eigentlich super simple Position. Guten Morgen, meine Freunde. Heute Tag 6. Ich bin ein bisschen am Upcracken gerade. Energie ist gestern richtig flöten gegangen. Um 10 Uhr oder so eingeschlafen. Bin nicht so richtig krank, aber auf jeden Fall gut am Arsch. Körper hat die ganze Energie verloren irgendwie. Und wir haben heute trotzdem noch relativ viel zu tun. Ich bin heute Zugpferd. Ich muss dafür doppelt ballern und so ein bisschen in die Leitung gehen. Morgen muss die Frische wieder da sein. Ja. Jetzt gibt es hier ein schönes Frühstück. Ja. Also das Frühstücken. Und dann gehen wir ins Studio. Und dann geht die Post ab. La pena, pena. Pena de tu boca. Das Gefühl, es gibt ein paar Sequenzen, die sind so fremdbestimmt wie der Loop. Und so Impro-Sachen, da haben wir selber mehr Einfluss irgendwie. Das ist im Traum passiert. Mhm. Runterschmelzen, nice, aber dann sind wir wie so einfach so nasse Säcke und dann kriegen wir uns irgendwie einfach wieder auf. Dass wir irgendwie so versuchen weiterzulaufen. Und guck mal, am Anfang, in der ersten Szene, wo wir uns dann sehen, ist es quasi wie im Traum und dann checkt man, boah, es geht wieder um die Person und den Traum. Genau, und dann ist man in dem Loop zusammengefangen. Wieder mit der Person, es ist wieder enger, so wie früher irgendwie. Du bist ja schon auch ein bisschen gezwungen davon zu träumen, du hast ja echt selten nur die Kontrolle darüber. Ja, voll, voll. Dann erlebst du das irgendwie alles nochmal voll intensiv. Ja. Oh Gott! So, wir sind das Stück jetzt zweimal durchgegangen. Fühlt sich auf jeden Fall jetzt nice an. Ich bin zum Glück auch wieder ein bisschen reingekommen, bin fit geworden. Wir machen jetzt noch eine kleine Stretching-Session. Dann müssen wir noch so ein paar Sachen planen wegen Licht. Und dann sind wir eigentlich durch für heute. So, Proben vorbei für heute. Arne und ich fahren jetzt nach Frankfurt. Ich muss ein paar Sachen holen, ein paar Sachen für Outfit und so. Heute mal eine Nacht zu Hause schlafen, ein bisschen Energie tanken, ein bisschen Körper schonen. So Leute, wir haben es geschafft, angekommen im schönen Franzer Forta. Später Haare schneiden auf jeden Fall. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, sonst nichts heute, Körper ausruhen. Pflichtprogramm. Pflichtprogramm zu B. Danke, Bruder. Sonst wie geht's? Alles gut? Danke, ja, gut. Ich war gut. Ich war ganze Woche in Mannheim. Ja, aber. Nee, auch arbeiten ganz Tag. Ja. Gut, aber anstrengend. Anstrengend, ganze körperliche. Müde. Perfekt, vielen, vielen Dank, Bruder. Danke, Bruder. Danke, danke, danke. So Leute, heute ist der Tag von der Show. Ich habe mich gerade ready gemacht. Die meisten kennen es wahrscheinlich, wenn man so Haare schneiden geht, dann ist nochmal so
anderes Level von Wohlempfinden. Deswegen hat es auf jeden Fall gut getan. Hat auch richtig gut getan, zu Hause zu schlafen und einfach mal so ein bisschen abzuschalten. Das war richtig nice. Ich muss irgendwo noch T-Shirts kaufen gehen für die Show heute Abend. Genau, dann connecte ich mich wieder mit Kevin. Dann haben wir Generalprobe und dann heute Abend, 19 Uhr, ist die Premiere. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Feier ich. Kevin hat sich auch mit einem kleinen sexy Hair-Upgrade sich schick gemacht. Oder? Ja, logisch. Was haben wir jetzt? Generalprobe? Das Licht einstellen, dann Generalprobe. Und dann Feierabend. Dann ruhen wir uns aus bis heute Abend. Was sagst du? Ja, so, ich fühle mich, komme mir gerade auch vor wie so zwei Clowns mit diesen zwei Farben. Das machen wir so, oder? Mit dieser Palibri? Nein, ja, genau, mit der Palibri, ja. Oh, Alter! Boah, das fuck! Das ist wie im Club. Would you make me feel like I'm the only girl in the world? Ja, so ist cool. Geil, perfekt. Ja. Ich schwör, richtig nice. Die Bewegungen am Boden, die wir synchron machen, werden dann mit der Zeit energischer. Dann kannst du auch das Wabern ein bisschen mehr Tempo machen. Vielleicht ist es auch cool, wenn es wirklich scharf auf dir ist. Das, und ich komme dann langsam dazu in den Kreis. Ist programmiert hier. Ja, ich glaube, ich finde es cool, oder? Wenn es schon während dem Solo. Ja, voll geil. Die Generalprobe war gerade so Medium vom Feeling her. Ja, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen mehr so Emotionen reinpacken. Ein bisschen wieder mehr mit der Story connecten. Ja, das ist ein bisschen kurz. War mehr technisch. Genau, es war so ein bisschen zu technisch, aber ja, ich glaube. Mit dem Publikum nicht gleich, das ist bestimmt woanders. Schön, jetzt hier noch erstmal so ein bisschen in der Sonne. Dann vielleicht noch mal kurz ins Hotel. Und dann geht's schon los. Dann ist Showtime. Seid gespannt. So Leute, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht, einen kleinen Powernap gemacht, ein bisschen Obst gegessen. Jetzt gehen wir zum Theater zurück. Ich weiß nicht genau, wie ich da filmen kann, so im Backstage-Bereich auch, weil ich will eigentlich jemandem mein Handy geben, der das Stück dann filmt. Aber ja, mal schauen, wie ich das organisieren kann. Ich hoffe, ich kriege da auf jeden Fall noch ein paar gute Einfänge, um euch da auch mitzunehmen. Aber wie gesagt, ab jetzt kann ich für nichts mehr garantieren. Mal schauen, wie es läuft. Atme. Bro, wir haben genug Wim Hof gemacht die letzten Tage. Wir sind ready. Atme, Bro. Fühl die Emotions. Wir sind bereit. Wir haben uns aufgewärmt. Jetzt geht's auf die Bühne. Let's go! Was ist da los, gell? Das ist doch nur ein billiger Hookspin-Loop, Alter. Die Aufregung ist assoziiert. Die Routine war aber gut, oder? Ja. Die war knackig. Trotzdem so ein schöner runder Faden. Wir haben es gerade gemacht. Kleinigkeiten verkackt. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja. Gute Energie. Publikum hat es gefeiert. Leider konnte ich keine Aufnahmen machen, aber wie gesagt, am Sonntag machen wir dann Aufnahmen. Ja, man, war trotzdem eine geile Erfahrung. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Cooles Feeling. War man auf jeden Fall auch mehr into it. So. Vor allem langsamen Bewegungen bei dem Crawl und so. Ich habe dein Gesicht gesehen, du hast richtig gesehen. In der Sauna, Alter. Ja, Bock gemacht. Und lehrreich auch. Lehrreich, ja. Dieser Loop und so ein paar kleine Übergänge, die noch nicht sitzen. Ist komisch, aber ey. Ja. Der Loop wird so schlimmer, desto öfter wir den machen, habe ich das Gefühl. So das ist blurry dann irgendwie, alles ist ja leicht. Vor 2-3 Tagen hatten wir den richtig drin. Da haben wir den durchgeballert ohne Probleme. Wir ziehen uns jetzt um, chillen noch ein bisschen, gucken uns noch die zweite Hälfte an. Ja. Und später vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Yes. Ist okay, aber ich habe ganz viel Bewerbung. Hat Spaß gemacht heute? War lustig heute. So, heute ist Sonntag. Ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen. Connecte mich jetzt hier mit Kevin. Dann fahren wir wieder zurück nach Mannheim. Und heute 18 Uhr haben wir dann unsere zweite Show dort. Bis jetzt haben wir uns so ein bisschen sacken lassen können. Deswegen habe ich jetzt übertrieben Bock, da noch mal reinzustarten heute Abend. So, wir machen uns jetzt hier noch ein bisschen warm. Haben noch so eine halbe Stunde, bis die Show anfängt. Ein bisschen reinkommen, Körper aktivieren. Und dann geht's los. Last Show.
Get it. Insgesamt beim Festival von der BPM, vom Nationaltheater, von der Akademie des Tanzes und eben auch, wie gewohnt, Gäste. Und jetzt gleich als nächstes kommen Lukas und Kevin aus Frankfurt bzw. Freiburg. Macht viel Spaß. Show ist vorbei. Was sagst du? War okay, oder? Ich habe ein, zwei kleine Fehlerchen gemacht, haben aber alles gut ausgebadet. War auf jeden Fall crazy vom Feeling her wieder reinzukommen nach den anderthalb Tagen Pause. Und war dick anstrengend heute. Ja, für den Körper war es hart. Richtig reingeballert. Nach der Woche kurz abgesunken, zwei Tage und ja. Wieder Vollgas. Ja. Aber ja, jetzt haben wir uns umgezogen und jetzt chillen wir noch. Später vielleicht eine Kleinigkeit essen gehen und dann zurück nach Franzafort. Hier ist gute Laune da unten. Nice. Hey, hey. Aber sieht richtig schön aus hier noch mit dem Himmel da hinten. Der Fluss. Gute Vibes in der Stadt. So, wir haben es geschafft. Wir sitzen jetzt im Zug. Fahren zurück. Pink Gordon ist am Start, um den Abend abzurunden. Prösterchen, mein Bester. Hat viel Spaß mit dir gemacht. Danke für die tolle Erfahrung. War mir eine Freude. Mir auch. Immer wieder gern. Taxi hatte Verspätung, deswegen haben wir uns vom Berliner Theater jetzt in Rolle ausgegeben. Wait.